Wir haben das letzte Mal hier aufgehört, als unser Freund hier gesagt haben, wir sollen ein paar Dinge suchen. Ich glaube, Wasser war das. Und das machen wir jetzt auch gleich. So. Was haben wir hier nochmal in so ein kleines Täschchen? Wasserflasche, noch diesen komischen Stift, dieses Buch, woher wir auch immer dieses Buch bekommen haben. Und das hier. Was auch immer das ist und wie auch immer man das löst. So weit kamen wir nie. Okay. Wir sollten Wasser holen, stimmt. Also Mr. Frambo, wollte ich sagen. Gehen wir weiter. Nach zu Hause. Genau hier wurden wir ja eingefangen eigentlich. Okay, und nehmen wir mal kurz unsere Pille. Gleich mal los, was hier los ist. Ah ja, ich merke. Das sind ja Männer. Ich darf mich jetzt einfach nicht verstecken. Okay. Ich muss anpassen, wie die Stimme nochmal ging. Wir stecken nicht fest. Jetzt lass uns in Ruhe. Wir suchen, unsere Haare wunderschön lang zu machen. Aber wir versuchen. Ich brauche aber Wasser und das ist hier unten. Dürfte ich vielleicht ihre Haare benutzen? Nicht auf Fran, Mensch, auf die Haare. Auf Fran, auf Lucifer. Bitte, ich brauche Hilfe. Würdet ihr mir diesen Eimer an euer wunderschönes Haar binden lassen? Einen Eimer an unsere Haare binden? Warum? Das klingt verrückt. Oh, das ist gar nicht verrückt. Ich brauche Wasser von unten der Klippe, aber ich komme nicht ran. Ich muss eure wunderschönen langen Haare als Seil benutzen. Bitte hilf mir. Na gut, wir helfen dir. Binde den Eimer gut fest. Oh, danke. Ihr seid so lieb. Bitte den ganzen Eimer füllen, ja? Wunderschön. Hoppidi hopp. Darf ich den Eimer wieder haben? Dankeschön. Der Eimer ist jetzt voll mit Wasser. Ach, vielen Dank. Glänzende Insekten. Ich muss jetzt gehen. Ich muss nach Hause. Das Haus? Das Zuhause ist ein Ort, zu dem wir alle gehören möchten. Aber gehört das Zuhause irgendwo hin? Das check ich jetzt nicht. Was? Tut mir leid, ich habe die Frage nicht verstanden. Das war eine rhetorische Frage. Ich wollte nur sagen, dass du dein eigenes Zuhause bist. Willkommen in dir selbst. Du wirst viele Türen finden, die du öffnen kannst. Oh, das klingt geheimnisvoll und wunderschön. Das versuche ich irgendwann mal. Wiedersehen. Gib mir das Wasser. Dankeschön für das Wasser. So. Die brennenden Dinger muss ich jetzt hier noch holen. Da sie brennen, benutze ich einfach das Wasser. Raus hier, Aasfresser! Ich bin's ja. Kann ich noch mal auf den Elch klettern? Geh ruhig. Geh weiter fressen. Ja. Okay. Benutzen wir das Wasser auf die Feuerbären. Das Feuer ist aus. Jetzt kann die Bären nehmen. Nice. Ich kann sie nicht einfach mit den Händen pflücken. Sie stecken fest daran. Benutzt das Messer? Oh ja, hat funktioniert. Das Messer ist doch für etwas gut. So, komm wieder runter, kleines Mädchen, bevor du stirbst dort unten. Keine Ahnung, was das sein soll. Blub, 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 blub. Wow, so viele Haare und so glänzend. Ich hab vergessen, dass es noch hier ist. Wisst ihr was? Ihr könnt jetzt mein Wasser haben. Hier. Negativ. Entschuldigung mal. Kannst du bitte... Auf Fran. Ich bin schlau genug, um andere Lösungen zu finden. Ich glaube. Ja, okay, dann lass sie einfach dort sterben. Ich gebe ihnen jetzt die Feuerbeeren. Hier, bitteschön. Sir, ich habe die Feuerbeeren gefunden, aber sie brennen nicht mehr. Wunderbar. Das ist schon alles in Ordnung so. Vielen Dank, Liebes. Brauchst du nicht noch Wasser, Mister? Hier, Wasser. Sir Edward, hier ist der Eimer voll mit Wasser. Ich hatte Hilfe von den glänzenden Insekten. Du meinst sie, Lucifers? Die sind nett, ja. Aber nur, wenn du sie in dieser Realität siehst. Die sind sehr gefährlich. Wenn du ihnen in der fünften Realität begegnest, könnten sie dich verbrennen. Wow, mich verbrennen? Naja, ich bin noch nicht in der fünften Realität übergetreten. Kann ich dich auch nicht empfehlen.
Was dort als vernünftig gilt, könnte das Schlimmste sein, was du je erlebst. Oh, ich habe vergessen, dir was für das Wasser zu danken. Danke, Fran. Ah, Fran, es ist 2.34 Uhr. Die Reise wird gleich beginnen. Steigen wir in die Maschine. Also, rein hier. Komm, Mr. Midnight, gehen wir rein. Los, los jetzt, Mr. Midnight. Nicht, dass wir zu spät kommen. Es ist 2.36 Uhr. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Ziel in gutem Zustand zu erreichen. Hoppala. Entschuldigung. Wir sind bald unterwegs in die dritte Realität. Bist du aufgeregt, Fran? Klingt aufregend. Palantras hat mir von den verschiedenen Realitäten erzählt. Aber wo befindet sich diese? Du wirst es schon bald verstehen. Die Antworten sind nicht immer leicht zu erkennen. Klingt seltsam. Das klingt in meinen Ohren seltsam, Sir. Ja, das verstehe ich. Die Zeit schreitet voran, wie sie muss, damit du leben kannst. Oh, los. Oh, ich mach jetzt los. Oh, let's go, let's go, let's go. Würde alles jetzt passieren, würdest du vermutlich explodieren. Sagst du mir damit, dass die Antwort, die ich wissen will, zu mir kommt, wenn sie es wollen? Nicht ganz. Weißt du was? Ich sollte lieber sagen, du musst alles im Fluss der Zeit ergründen und erleben, um es zu verstehen. Das bedeutet, die Antwort kommt, wenn du sie findest. Nicht, wenn andere dir sagen, wie oder wo du sie findest. Ah, ich verstehe. Na gut, jetzt bin ich aufgeregt. Du hast meine Neugier geweckt. Das ist das Beste. Wenn du für dich tun kannst, sei neugierig, dann wirst du immer etwas zum Staunen haben. Aber jetzt, Fran, haben wir einiges zu tun. Durch Reden kommst du nicht nach Hause. Was für Dinge, Sir? Die Maschine muss gewartet werden und ich glaube, du kommst das fantastisch hin. Hier sind die Feuerbären und das Wasser, die du besorgt hast. Bekommst du wieder. Da, bitteschön. Du musst den Treibstoff mischen und dafür sorgen, dass die Wasserpumpe wieder läuft. Sämtliche Informationen findest du, wenn du den Raum links betrittst. Aber du kannst natürlich jeden Raum betreten, den du willst. Ich kümmere mich um die Reparatur des Automatikfahrers. Aber falls du ihn mich etwas fragen willst, findest du mich hier. Aber ich habe noch nie etwas derartiges gemacht. Das macht es doch umso aufregender. Viel Spaß, meine Liebe. Na gut, ich gehe jetzt. Also ein bisschen unnötig finde ich das ja schon. Sie kann doch einfach hier treten. Du kannst reparieren gehen. Das ist doch wohl bescheuert hier. Okay, gehen wir mal hier hin. Vielleicht sollte den Knopf drücken, um die Tür zu öffnen. Na, das wäre noch gut. Gehen wir weiter. Oh, guck mal. Das bist du. Hallo. Es geht. Was zum Teufel ist das hier? Wow, das ist aber ein riesiges Kreisel. Ja, oder? Was ist das? Les Monstremes. Disponé et bla 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 mit bla 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 bla. Okay, alles klar. Ich habe natürlich alles verstanden. Das ist sehr französisch hier. Keine Ahnung. Also Feuer hier hoch. Und hier Stecker in Stecker. Das umdrehen. Wasser hier rein. Alles klar. Kann ich damit arbeiten, bitte? Das war vorhin einfacher Haus. Stecker. Aha. Okay, nochmal so ein Teil. Alles klar. Sieht ein bisschen anstrengend aus. 9GM, 1OFM. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das angeht. Okay, was ist das hier? Das muss ich hier drehen. Ja, genau, das hier war so. Und hier muss Feuer rein. Hier muss Feuer rein. Heizgerät. Ich kann das Feuer nicht anmachen. Hier gibt es kein Gas, das aus den Rohren kommt. Besser so hier. Der Schlauch scheint beschädigt zu sein. Ach so. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, das macht's an, oder? Aber ich glaube, ich brauche noch irgendetwas, um es zu verbessern. Keine Ahnung, was ich hier mache. Sachen ausprobieren. Ah, Feuer hat jetzt funktioniert. Gas ist jetzt drin.
Das funktioniert aber noch nicht ganz richtig. Also muss ich irgendwas finden, dass ich dann mit dem reparieren kann. Guck mal, ein Stift. Ich brauche diesen Bleistift nicht. Ich habe schon einen Bleistift. Und das hier? Nee, anscheinend nicht. Hier überall so Müll liegen, ist ja auch schon ein bisschen speziell. Gehen wir weiter. Was ist das hier, wie ich so höre? Ich höre die ganze Zeit so ein Sch. Ach, das kommt vom Spiel. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Irgendwas hat sich hier so komisch... What the fuck, Alter? Ach, hier kommen die her. Interessant. Es kommt wirklich vom Spiel, oder? Ja, ja, es kommt wirklich vom Spiel. Ich dachte gerade so. Okay, hier haben wir coole Lichter. Was zum Teufel? Ein Puppenspiel. Da scheint etwas zu fehlen. Ja, ein Schlüssel anscheinend. Schlüssel. Alles klar, können wir hochgehen? Oh, die Leiter führt zu einer Tür, aber sie ist verschlossen. Alles klar. Also nicht viele Dinge, die wir hier tun können, ne? Oh, das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Oh, hier können wir noch eine Tür öffnen. Nichts passiert. Blöd. Na gut, gehen wir mal kurz Mr. hier fragen, was wir tun sollen. Sir, kannst du mir noch mal sagen, was ich tun soll? Klar doch. Misch den Treibstoff und sorge dafür, dass die Wasserpumpe wieder läuft. Folge einfach dem Wandbuch, das wie ein Handbuch aber an der Wand steht. Aha. Das hier? Das ist bescheuert. Feuer hier rein, das umdrehen, das hier rein. Ah, Wasser hier rein. Okay, okay, okay. Wasser muss noch hier rein. Hier kommt Wasser rein, nutzen, hier rein. Und jetzt da. Ah, jetzt tropft es hier. Ja, was mache ich jetzt damit? Verdammt. Es tropft. Ich brauche irgendwas, das es verschließt. Irgendetwas. Was ist das hier? Das ist auch etwas. Ah, guck mal an. Feuerbären. Aha. Ultra-Realitätsansicht. Realitätsansicht. Anscheinend. Chemische Mischung. Also 2PF muss mit dem Blauen zusammenkommen. Das Blaue muss in A18 und R15. A18. R15. Was steckt ist hier, kleine Frasche? Kann ich sie nicht mehr zurücknehmen? Och, das ist scheiße. Und das hier... Na toll. Ich habe irgendwas falsch gemacht, oder? Ja, ich habe irgendwas falsch gemacht. Brauche ich noch einen? War das nicht der einzige blaue? Ah, ich brauche anscheinend noch einen. Ja, ich brauche noch einen. Verdammt, das habe ich nicht gecheckt. Okay, gehen wir mal in die Ultra-Realität hinein. Ich bereue, dass wir in die Ultra-Realität gegangen sind. Was ist das hier? Ich habe vergessen... mir selbst Liebe zu schenken. Alles klar. Ich habe den blauen wenigstens gefunden. Hurra! Ein Schlauch! Hurra! Ein Auge! Hurra! Ach, dort ist noch was Grünes. Sehr gut. Oktopus-Schlauch. So, wir können dann wieder rausgehen, ne? Okay, dann können wir hier noch den blauen benutzen. Verbindung. Und der hier, vielleicht hiermit? Ja, das hat gut geklappt. Okay. Und jetzt müssen wir AFM ins Große und dann A18. AFM und dann A18. AFM haben wir noch nicht gefunden. Hm, AFM fehlt. Also gut, dann machen wir zuerst A18 hier rein. Und dann 2PF und R15. 2PF und R15. 2PF und R15. Sehr gut. Was hätten wir? N166. N166. Hier rein. So, und die hier? Ah, okay, wir müssen die zusammenmischen. Müssen wir die zusammenmischen? AFM. Kriegen wir jetzt AFM hin? Müssen wir einfach zusammenmischen? Ich glaube, den hier haben wir.
versteckt in dir, kleine Flasche? R15, Seite 11, 9, Y. Das haben wir noch nicht gebraucht. Vielleicht so ein bisschen zusammenmischen? Nee, ja. Okay, und da hier hin? Oh doch, das hat funktioniert. Blau hier rüber, rot dort rüber. Alles klar. Rot hier, das ist richtig. Aber vielleicht ist das falsch. Ich habe das 9 YM dort reingemacht. Das dürfte doch dort eigentlich gar nicht reingehen. Kann ich das einfach mischen? Ich kann das einfach mischen, wie ich will. Misch, misch. Und misch, misch. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ich könnte einfach rumtricksen, ehrlich gesagt. Das ist ja peinlich. Okay. AFM suchen. Alles klar. Hier kann ich auch nichts anklicken, ne? Habe ich nur einen Kompass und so zum Gucken? AFM. 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 Benutzen wir hier mal die Ultra-Realität. Ja, meine lieben Zwillinge. Dürfte ich die wieder haben? Dankeschön. Ein kleiner Schlüssel. Hurra. Tschüss, Zwillinge. Der ist sicher hierfür, denke ich. Oder? Nutzen. Yes. In einer Welt geschaffen aus Dunkelheit und Licht. Zwei kleine Schwestern vertrugen sich nicht. Sie stritten sich hin und her. Und waren lieblich mehr. Oho. Mia war wütend, Clara bedrückt. So wurden sie beide verrückt. O Mädchen, o Verstand und Sinn. In ihren Kopf? Tja, steckte Edward, Kreatur der Nacht, drin. Oho. Erkannte sie also. Er kam im Traum oder der Realität und lehrte die Mädchen die Dualität. Doch sie konnten nicht verstehen, dass Edward als Freund sie wollte sehen. Edward war die Verbindung zwischen Dunkel und Hell. Oder vielleicht lasst er uns nur das glauben. Grau war nicht, nicht grell. Clara und Mia beschlossen zum Schluss, dass Edward dringend sterben muss. Edward ist doch gar nicht gestorben, er ist schon tot. Kreaturen der Nacht, dein Blut fließt gleich rot. Stattdessen war am Ende sie beide tot. Tja, das kommt davon. Getötet hatten sie sich allein. Doch das ständige Beschwerden ließen sie niemals sein. Das ist alles deine Schuld, Clara. Das ist alles deine Schuld, Mia. Zum letzten Mal kam Edward zu Besuch. Und er sprach: Ihr seid beide gefangen. In euren Fluch. Okay. Ich gebe euch eine Chance hier. Die Welt war gemein zu dir und dir. Man hat euren Körper zusammengenäht. Nur in dem Versuch, ob was Neues entsteht. Alter. Man gab euch einen Spiegel, euch zu sehen. Ich gebe euch nichts, ihr müsst es selbst verstehen. Ihr solltet nur dringend danach streben, ihn zu begreifen, den Sinn vom Leben. Alter Falter, stell ich das mal vor hier. Die Uhr, sie tickt, tickt immer fort. Zeit habt ihr, bis der schwarze Kater wird vermisst. Und diese magische Tür des Brunnens offen ist. Wir hatten lange Zeit. Das Ende. Wow. Alles klar. Schöne Geschichte auf jeden Fall.
Bekomme ich jetzt dafür etwas oder war das jetzt nur die Geschichte?